Bramble. Dem Moon Tain King. Jetzt gehen sie duschen. Beim Intro gehen sie duschen. Sag mal, habt ihr einen Knall? Duschen heißt ornanieren. Ist ja Englisch, ich dachte, es ist Deutsch. Frightened by his mother's bedtime story. He searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. Ich will kein Englisch lernen. Ich bin... Hallo Jaden. Ich hab niemanden eingeladen. Das passiert von alleine. Und auf Facebook bin ich nicht aktiv. Also, das letzte Mal auf Facebook war es ein paar Jahre her. Ach, das war's schon mit dem Intro. Das ist alles. Soll ich mich jetzt einfach bewegen, oder was? Okay, pass mal auf. Viereck. Zurück. Viereck. Das ist der Olli übrigens. Das ist, ein Gnom. Also das sieht bloß so aus, als wären wir normal groß. Wir sind eigentlich voll winzig. Genau, das sind seine Geschwister, so ein bisschen... aus dem Arsch aus. So, erinnert mich ein bisschen an Heavy Rain aktuell, die Steuerung. Hier. Lillimore. 8ER. 8ER, was immer das auch sein soll. Ich bin eh schon. Ach, Olle heißt ja nicht Olli. Ich dachte, er heißt Olli. Das ist das Sagenbuch. Who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. Ich schieb mich mal ein bisschen nach rechts, damit man das auch wirklich lesen kann. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon the forest seemed to grow colder. And darker. Brauchst ja nicht lesen, da sind extra farbige Bilder dabei. Jetzt stell die mal nicht so an. The girl was afraid and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs and she could not get away. And the girl was never seen again. Mhm. Das ist eine sehr merkwürdig traurige Geschichte. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lillimore. Their mother had said before kissing them goodnight. Hä? Dachte, er geht da jetzt raus. Ach, das Fenster, alles klar. Also ich kenne den Plot. Wir müssen irgendwie die Schwester finden, glaube ich. The darkness outside scared him. Aber reden kann der nicht, oder? But not being with his sister scared him even more. Ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder einer derjenigen, der das als allerletztes spielt. Alle anderen haben es schon wieder gespielt, nur ich nicht. Gute Nacht, Lisa. Denk an die Socken. Sehr gut, dann geht's dir wie mir, Yoshi. The nearby forest was a familiar place during the day.
Okay. At night, it was a different story. Da ist irgendwas, was bewegt sich da? There was no trace of Lilimur, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Tannzapfen. Schwer, oh Mann, damit hast du mir doch jetzt schon alles kaputt gemacht. They kept it to themselves. Du kannst mir doch sowas nicht sagen, dass es schwer ist. Ah ja, springen kann ich auch, okay. Kann ich auch schneller gehen? Ducken. Da leuchtet was. Hi. Jaden hat schon wieder Probleme. Er ist wie du, Natascha. Der hat auch ständig Probleme mit Mädchen und so. Da war einfach ein Tannzapfen, Mann. Hast du das gesehen? Ein Tannzapfen-Hexenkreis. Sind die lebendig? Doch, du hast Probleme. Ich weiß das. Ich habe mich kurz erschrocken, okay, aber ist alles cool. Noch habe ich keinen Pipi in der Hose. Doch, ich weiß echt viel. Nichts, was mir weiterhilft, aber ich weiß es. Kann der da runterfallen? Nein. Leicht zu schärfen. Ha. 90% IQ ist falsch schon. Fast 100%, ja. Und jetzt rutscht der da, oder? Ja. Rutschbahnen sehen immer gleich aus. Okay, was mir auffällt, er wird sogar leicht dreckig, kann das sein? Ich sehe es nicht richtig, aber ich glaube, die Ärmel sind leicht dreckig. An Apple Tree. Und da sind wieder diese Tannenzapfen hier. Die sind hier überall, guck mal. Hä, mit abgebissenen, die leben. Das sind lebendige Tannenzapfen. Das ist das, was wir alles, Doch, die hat Probleme. Die hat einen kleineren Penis als ich. Lauter so Zeug. Baumhaus hat er auch. Irgendwie wirkt er gar nicht so, als wäre er klein, oder? Bist denn du? Aufheben. Lilimor-Figur. Schau, hab schon die erste Trophäe. Nice. Kann ich schon aufhören zum Spielen. Das nehmen wir auch mit. Okay. Ja, das glaube ich verwirklicht. Das Problem ist bei solchen Dingen, Hä, du hast einen kleineren Penis als ich, Natascha. Das ist so. Jetzt hör mal auf hier, Ich bin einer von denen, die, wenn er sowas sieht, wie jetzt das mit den Tannenzapfen, ich glaube, immer wenn wir nicht hinschauen oder keiner da ist, dann wird das alles lebendig. Wie bei Toy Story. Das ist so. Das erklärt so vieles, warum manche Dinge am nächsten Tag anders sind, warum manche Sachen einfach verschwinden. Ja, ja. Mein Controller hat vibriert. Warum? Aber die Umgebung haben sie echt schön gemacht. Das muss man ihnen wirklich lassen. Schau dir das mal an. Mit den Raytracing-Effekten und so. Das ist schön. Oh, hier kommt schon ein Jumpen-Run-Element. Ich springe darüber und dann dahin und nochmal. Ja, habe ich gut gemacht. Hä? Nee, du hast keinen größeren. Wir können gerne mal einen Eichelvergleich machen, aber ich schwöre dir, außerdem riecht meiner mehr. Kann ich dir jetzt auch schon mal sagen. Die braucht es. Die muss ein bisschen von mir geneckt werden. Dann fühlt sie sich wohl. Ist komisch, dass da so ein Tunnel ist.
Ist das meine Schwester? Lillimore? Lillimore? Wie spricht man die aus? Lillimore? A light in the dark. A symbol of hope. A spark of courage. Spirit! Kann es sein, dass ich irgendwie sehr klein wirke? So. Jetzt haben wir Licht. Was? Lillimore? Ja, kann ja sein. Das sind ja nordische Namen. Vielleicht spricht man das so aus. Das Problem. Oh, schau mal. Da singt jemand. Ah, ist aus dem Trailer, gell? Oh, ich weiß, was kommt. Das Ding ist, bei seinem Namen, Ole. Kennt ihr die Szene aus SpongeBob? Mit dem Ole? Wie sie alle Ole heißen und der eine dann Günther? Ich weiß, was jetzt kommt. Das haben wir uns im Trailer angeschaut. Eine Betonung auf Rrrr. Olaf war's, genau, Alex kennt es. Natürlich, der schaut den ganzen Tag SpongeBob. Ah, hört ihr das Spiel übrigens gut? Weil ihr braucht hier schon Sound, das ist wichtig. Beautifully. What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Der fliegt irgendwie in Zeitlupe. Let us play, little brother. Lillimore bubbled. See if you can knock down this pine cone. Kamehameha! Ein bisschen stört mich eigentlich nur seine Laufgeschwindigkeit. Okay, in die Fresse kann ich hier also nicht schießen. Kann ich dir unter den Rock schauen? Samma! Macht's denn jetzt? Was ist das nur für eine komische Kugel? Hm? Ah, jetzt auf einmal fällt's weg, oder was? War jetzt Cleverness Level minus 13. Mach du mal deinen Führerschein, so. Hast du es dafür? Oh, ich rutsche. Together they tumbled down deeper and deeper through the old ruin. Okay.
Die ist bestimmt voll behaart unten rum, weil die rasieren sich nicht im Norden. Follow me, little brother. I will protect you, Lila Moore said. Dann geh harzen für Geld. Like Ulle wished he could be a little more like his sister. Aber jetzt sieht man, dass wir eigentlich voll klein sind. Loved adventures and Ulle loved Lila Moore. Ach doch, man... Hä? Nee, das ist Ducken. Kann ich nicht schneller laufen? Ist das gesamte Spiel über? Das Lauftempo, das wird noch ein bisschen nervig werden. Alrighty! Und das Pfifferlinge. Da ist eine Kirche. Eine Kirche. Thomas! Ja! Ja! Ein Apple to go. Ja! Keeps the doctor away. Könnt die lange an so einem Apfel essen. Bis dahin ist er schon völlig vergelbt. Gilbt. Das ist Natascha da drin. So kannst du dir die vorstellen. Kommt die nochmal raus? Nee. Immer genervt. Von mir. Nein, die Kirche ist eingestürzt. L1 ducken. Alles klar. Hör auf zu weinen, mein Süßer. Ich rette dir. Das Lachen ist schon creepy irgendwie. Gnomes are peculiar and playful creatures. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of until this day. Ein Igel. Menno, mach mal auf hier. Oder seine Freunde, oder? Okay, Yoshi spammt schon wieder Smileys.
verstehe nicht ganz. Spielen hier verstecken. Die geben sich hier wirklich Mühe, es so süß aussehen zu lassen. Und wer den Trailer kennt, der weiß genau, was jetzt da noch abgeht. Ach da. Was ist jetzt? Können wir jetzt mal die Tür öffnen? Ich will auch kleine pimmelartige Freunde haben. Warum habe ich sowas nicht? Wie schön mein Leben doch wäre, wenn ich kleine pimmelartige Freunde hätte. Was sind das denn für welche? Sind das Babys oder was soll das sein? Man kann leider nicht hinzoomen. Das sind Babys mit Brombeeren auf dem Kopf. Da ist der Papa-Schlumpf. Soll den jetzt da rein, oder was? Die sind halt auch nackig. Man sieht halt voll die Po-Backen. Kleine Mini-Po-Bäckchen. Wie beim Jaden. Der hat auch kleine Po-Backen. Hat er mir mal erzählt. Was passiert, wenn man denen die Beere oben ausdrückt? Platzen die dann? Ja, das ist Absicht, dass es anfangs so extrem niedlich ist. Das ändert sich jetzt dann noch. Haben die einen Pimmel? Oder benutzen die Gnome als Pimmel? Ich muss aufhören, so zu denken. Das ist süß, was da passiert. Der Rest darf draußen bleiben, oder wie? Hä? Warum ist sie schneller als ich? Ich mag das nicht. Das heißt, du hast kleine Popobacken. Es gibt Pflanzen, die können tatsächlich Menschenkinder tragen, so stark. Froschkönig. Ob ich ein Geschenk haben will? Ja, schon. Hau mal raus. Danke für dein Follow und danke für das Teamherz. Der fasst es an. Nochmal danke für das Herz. Flammende Herz. Okay, wir haben den Froschkönig kennengelernt.
komische. Wo ist denn jetzt meine Sister hin? Da oben. Ja, der wollte ja nur die kleine Ische abschlecken. Der ist wie ich. Einmal geschleckt und weg. Hat sich gedacht, die Chance muss ich nutzen. Kriege ich nie wieder. Okay. Ah, ich kann doch sprinten. Wie völlig emotionslos meine Schwester reagiert hat, so quasi. Ja, Mai stirbt da halt. Völlig egal. Ja, wie es mir geht, das hörst du doch. Nicht so gut. Ich habe kein Sexleben. They were both curious in different ways, while Lillimor quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. Hat der jetzt bis in die Nacht da reingeglotzt, oder was? Hä? And suddenly, Ulle was alone again. Huh? Whoa. Wie viele Stunden hat der da reingeschaut? Merkwürdig. Da ist eine Fee. Schau mal, wie gut dieser Fliegenpilz animated ist. Voll geil, würde ich gleich mal reinbeißen. Spring! Ich hab doch... Hä? Ich hab keine Frau, hä? Oder redet ihr gerade untereinander? Ja, ich weiß. Ich weiß, war's auch. Das war voll komisch. Da hinten ist so ein Feenkreis. Sowas gibt's in echt auch. Bloß ohne Pilze, sondern... Da wachsen dann so... Da hinten ist ein Haus, okay? Mach, mach, mach! Hä? Ja, ist schade für mich, ich weiß. Oh oh, hey! Oh oh. Das überlebt der. Vorher hat er es nicht überlebt. Unsere Schwester ist weg. Andi, danke fürs Folgen. Our sister ist weg. And Ulle was weak. He did not stand a chance. But soon the sound of the river faded. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. Deinen Schlafanzug an. Oh, schön. Voll idyllisch. Ganz ehrlich, da würde ich auch wohnen wollen, wenn ich so klein wäre. Hallo Anja, hast die Runde erledigt oder was? Hast du es jetzt geschafft? So kleinen Landschaften sind der Grund, warum ich Berge besteige, weil sowas gibt es tatsächlich noch, auch wenn ihr es nicht glauben wollt. Mit anderen Pflanzen, aber es gibt so schöne Orte noch. Ja, Tascha, sobald du deinen Führerschein hast, habe ich doch eine Frau. Ich weiß jetzt gar nicht, was dein Problem ist. Du hast noch nie was bestiegen, ja.
Ich fühle das, Bruder. Ja, nee. Also es, ich sag mal so, wenn du laufende Bären begegnest in der Natur, dann bist du in Narnia gelandet. Aber es gibt einfach schöne Plätze. Hä? Déjà-vu? Fragezeichen? Schwester? Lilymore? Nee, das ist nur, das ist ein Trugbild. Aber was soll man auch machen mit einem Jungen, der 8 Stunden in den Brunnen reinglotzt? Ich meine, da kann man nicht viel erwarten. Das ist so ein bisschen... Er ist dumm.